Jo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Heute laufe ich in die Hochalp hoch. Das ist eine Wanderung von circa 2 bis 3 Stunden. Und ja, da nehme ich euch noch mit, weil man hat geile Aussicht auf den Seealpsee und man kommt an einem Restaurant vorbei, das in den Fels gebaut ist. Ja, jetzt stehe ich hier so von alten Citroën und das ist halt einfach ein geiles Ding. Ja, ich laufe jetzt ein Stück und dann sehen wir uns wieder. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a. Schlussendlich geht's da hoch. Auch das ist jetzt noch ein ganzes Stück. Dazwischen kommt eben noch das Restaurant, was im Berg, also im Fels rein gebaut wurde. Look at beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do. So Leute, jetzt bin ich ein bisschen weiter oben. Und ja, warte mal, sieht man, wo ich die steile Straße habe jetzt hinter mir. Aber man sieht sie da, ich zeig sie euch gleich. Und jetzt geht es ziemlich schön engen Weg, kleinen Weg hoch und die Aussicht hier ist einfach ultra schön und auch der blaue Himmel ist richtig schön. Ist so anstrengend nach der Wanderung gestern, die gestern im Vlog kam und der Wind ist auch relativ fest, aber naja, es macht Spaß. Ich zeige euch jetzt da ein bisschen noch die Aussicht und ja, dann sehen wir uns weiter oben. So, ich zeige euch jetzt mal noch, wo die Straße ist. Sie ist genau da, war die Straße. Und jetzt bin ich hier schon relativ hoch. Hier geht die Wanderung entlang, hier schön, naja, Treppen sind es nicht wirklich, aber Treppen hoch. Und da oben noch die schöne Felswand. Und das Restaurant müsste irgendwo in diese Richtung sein, so wie die Bahn, mit der ich wieder runterkomme. Ja. Nothing can break me. So, ich bin jetzt schon wieder weiter oben. So fast beim Restaurant, das im Fels ist und die Aussicht ist einfach unbezahlbar. Auch der blaue Himmel, die Felsen hier vor mir. Und ja, macht richtig Spaß hier. Da drüben das Drehrestaurant. Und ja, ich zeige euch jetzt auch mal noch mal kurz die Aussicht.
jetzt habe ich es dann fast geschafft. Bin fast beim Restaurant. Aber ich glaube, das Schild hier sagt schon alles, dass die Strecke ziemlich gefährlich ist. Ihr stürzt auch oft, stürzen hier Leute ab, weil sie einfach nicht aufpassen. Gehen in die nasse Wiese und dann fallen sie runter. So, jetzt bin ich oben. Und ja, sieht ganz geil aus von hier. Ich laufe jetzt da noch weiter vor und ja. So, jetzt bin ich unterhalb vom Restaurant. Oh. Mann, der Wind hier ist nervig. Und die Aussicht ist immer noch schön. Jetzt sieht man auch sehr gut den Seealpsee. Und in die Weite, den Bodensee, sieht man leider ganz knapp nicht. Aber naja, macht ja nichts. So, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen die Aussicht. Hier vor einer Kirche und die ist auch schön im Feld eingebaut. Ihr seht jetzt dann gleich noch ein paar Aufnahmen davon. So. Jetzt bin ich langsam Richtung Bahn und vielleicht laufe ich jetzt noch runter. Aber jetzt sieht man auch mal noch den Bodensee und relativ weit. Ja, ich zeige es euch jetzt nochmal. So, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir runterlaufen. Das Ding ist, wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und wenn jetzt das ist, was ich denke, dann haben wir noch eine Stunde und 15 Minuten. Haben wir keine Ahnung. Also, wir haben hier ziemlich viele Möglichkeiten zum Runterkommen. Und jetzt müssen wir mal rausfinden, wo wir lang müssen. Ja. So, und hiermit kommen wir auch schon zum Ende des Vlogs. Es ist jetzt ein Tag danach, nachdem ich das letzte Video hochgeladen habe. Und es wird ziemlich knapp, ich muss das jetzt noch rendern. Das hier noch reinschneiden, dann das Video noch rendern und dann noch hochladen. Wahrscheinlich schaffe ich es genau nicht heute. Es ist jetzt 10 vor 12, also fast Mitternacht. Und ich werde es wahrscheinlich knapp nicht schaffen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch gerne, lasst ein Like da und einen Kommentar, würde ich mich auch freuen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und bis dann. Tschüss!